to their name already. As for Dortmund, this is their ninth, not yet quite into double figures. However, they too, with seven titles to their name so far. VfB, of course, could become the first under-19 side in the competition's history to win the double, having beaten Leipzig just over a week to go in a dramatic DFB Cup final. Stuttgart looking to make it two from two this season. What a story that would be, but they have their work cut out for them. So everyone ready for some rock and roll here in Groß-Asbach, with the teams now out on the pitch. The German national anthem well and truly underway. So, mit etwas Verzögerung, wir bitten das natürlich zu entschuldigen, sind wir jetzt auch hier in Asbach. Der BVB gastiert zum Finale der deutschen A-Jugendmeisterschaft bei dem VfB Stuttgart. Das Ganze vor einer richtig ordentlichen Kulisse. Rund 6.000 Zuschauer waren im Vorfeld bereits hier angemeldet. Rund 10.000 gehen hier rein ins Stadion der Sonnenhof Groß Asbach, dem Club aus der dritten Liga. Schauen wir mal, wie viele Kurzentschlossene sich hier noch eingefunden haben. Das Wetter auf jeden Fall passt. Rund 30 Grad hat es hier, die Sonne scheint. Also das sicherlich auch, ja, starke Bedingungen natürlich auf der einen Seite für die Zuschauer. Schön warm. Größtenteils hat man gerade auch gesehen, sitzt man hier
im Schatten, aber für die Spieler natürlich auch unter ganz leichtem Wind sicherlich anstrengend. Mal sehen, wann es da die erste Trinkpause geben wird. Die Mannschaft vom BVB hat sich das Ganze aber auch schon so ein bisschen angucken können. Auch die letzten Tage war es in Asbach recht warm. Angereist ist man am Freitag. So konnte man sich auch an die Bedingungen hier in Baden-Württemberg, rund 390 Kilometer von Dortmund entfernt, anpassen, hineingewöhnen. Dann schauen wir mal, wie der BVB hier ins Finale der Jugendmeisterschaft reinkommt gegen den amtierenden Pokalsieger aus Stuttgart, die das Endspiel in Potsdam vor gut einer Woche mit 2:1 gewonnen haben. Und dann gleich der Schiedsrichter Christian Dietz, Lehrer, erfahren in der zweiten Fußball-Bundesliga unter anderem, wird das Ganze gleich anpfeifen. Seine beiden Assistenten heute, Lothar Ostheimer und Johannes Huber. Vierter Offizielle heute Tobias Schulter. So, kann losgehen. Der BVB natürlich in Schwarz-Gelb. Wir gehen dann auch gleich mal auf die Mannschaften ein, aber lassen wir erstmal die beiden Teams beginnen. Da haben wir noch den Trainer, Benjamin Hoffmann. Hier heute sein letztes Spiel auf der Trainerbank, ehe er im Sommer dann durch Michael Skibbe ersetzt wird, bekanntermaßen. Und für ihn geht es aber beim BVB auf jeden Fall weiter. Wird aller Voraussicht nach dann im Nachwuchsleistungszentrum einen Posten übernehmen als sportlicher Leiter des Aufbaubereichs. So, Partie läuft, der BVB von links nach rechts. Und ich würde sagen, beginnen wir einfach direkt mit der Mannschaftsaufstellung. Wenn wir die Schablone aus dem Halbfinalrückspiel gegen die Blauen aus Gelsenkirchen zu Gemüte führen, schauen wir aber erstmal auf die Gelegenheit vom VfB. Ball geht nicht rein. Gibt die erste Ecke und mir nochmal kurz die Möglichkeit, die Aufstellung anzuteasern. Zwei Veränderungen im Vergleich zum Halbfinalrückspiel. Feray und Aidinel in der Offensive neu dabei. Besong ist unter anderem auf der Bank dafür, der Stürmer. Ja, Aidinel mit 17 Toren. Schauen wir mal, ob ihm heute da die nächsten Buden gelingen. Jetzt erstmal die Ecke des VfB und die wird gleich gefährlich. Und ist auch gleich im Tor. Ein sehr bitterer Start für die Borussia aus Dortmund. Ich konnte jetzt gerade gar nicht sehen, wer es gemacht hat. Ja, ähnlich wie in der Champions League gestern Abend. Auch heute nach nicht mal einer Minute. 1:0 Treffer. Ball rutscht durch. Absichtlich dann an die Latte abgefälscht. Und dann ist es offiziell zumindest laut Stadionsprecher Antonis Aidonis, der den Ball reingeschlagen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es da sogar noch ein Eigentor gab, aber ich kriege dann nachher nochmal eine Einstellung. Ist eigentlich aber auch eh egal, denn ändert nichts daran, dass der BVB jetzt hier ja, für 89 Minuten natürlich jetzt zum Tore schießen verdammt ist. Das gilt es aber gut wegzustecken und diese ganze Angelegenheit konzentriert weiter zu verfolgen. Ja, also wahlweise Aidonis oder es war Feljani mit dem Oberschenkel. Ich meine, es wäre Feljani gewesen. Kopf hoch, Jung! Zeit genug, das alles hier wieder gut zu machen und in die richtige Bahn zu lenken. Aber man muss es auch sagen, der VfB ist eine starke Truppe. Auch Benjamin Hoffmann wollte hier überhaupt nicht mal die Frage über Favoritenrolle diskutieren. Das hier ist insgesamt eine durchweg ausgeglichene Angelegenheit. Man kann die Mannschaften nur schwer vergleichen. Man spielt ja auch nicht in der gleichen Liga. VfB klarer Meister in seiner Staffel Südwest geworden und hat eben auch im DFB-Pokal oder DFB-Junioren-Pokal, um genau zu sein, gezeigt, was in ihm steckt. Nicht nur im Finale, im Achtelfinale beispielsweise die Bayern rausgehauen.
Aber auch der BVB wusste zu überzeugen, dieser ärgerliche am Ende zweite Platz in der westdeutschen Staffel. Konnte man ja auch dann wieder sich an den Blauen rächen. Dann im Halbfinale gegen die Mannschaft von Norbert Elgert. Mit 2:0 und 2:2. Die Gelsenkirchener wieder nach Hause geschickt und sich selber hier nach Aspach geschossen. Die Mannschaft macht jetzt auch dann gerade einen recht konzentrierten Eindruck, versucht sich jetzt hier mit diesem 0:1 sicher in diese Partie zu bewegen. Eine ruhige und klare und besonnene Spielweise, etwas, das auch die Mannschaft auszeichnet. Auch das stellte nochmal U19-Nationalcoach Guido Streichsbier vor einigen Tagen fest. Dass gerade der BVB in den vergangenen Jahren da an vielen Stellschrauben gedreht hat. Und sich da stetig verbessert hat. Eine nächste kleine Unsicherheit in der Defensive und der VfB macht direkt weiter Dampf. Ja, einen kleinen Heimvorteil für die Schwaben. Ja, ihm gilt es zu achten. Julian Egloff, der 16-Jährige. Und auch erst in der Rückrunde aus der U17 direkt in die U19 befördert. Von Nico Willig, der dann vor, ja, mittlerweile gut 2 Monaten, meine ich, sind es schon, das Cheftraineramt ja bei den Schwaben bekanntermaßen übernommen hat. Daniel Teufel, sein damaliger Co-Trainer, hat das Ganze zu Ende geführt. Taktisch die Gäste, um die wir uns noch gar nicht gekümmert haben, grundsätzlich immer in so einem, ja, 3-5-2, 5-3-2. Das hängt dann immer so je nach Spielsituation ab, aber eine Dreierkette eigentlich immer fixiert bei den Schwaben. Und vorne natürlich auch die beiden Stürmer Dayaku und Hottmann. Sehr, sehr gefährliche Torgaranten. Und hinten Aidonis, der Deutsch-Grieche, auch schon bekannt aus der Bundesliga mit 2 Kurzeinsätzen für den VfB. Im Vergleich zum Finale gegen Leipzig dort keine Veränderungen in der Mannschaft von Daniel Teufel. So, die ersten 5 Minuten sind rum. Der BVB nach wie vor damit beschäftigt, sich hier in dieses Spiel einzuarbeiten. Aber mit diesen aufmüpfigen Schwaben ist das Ganze nicht so einfach. Vielleicht jetzt mal. Erstes Mal etwas Platz für Kehr, der den Ball dann weitergibt. Und ja, Reingabe und dann ist das der Ausgleich. Ja, so wollen wir das sehen. Gut 6 Minuten gespielt. Der BVB nutzt seine erste Torchance. Und das Ganze dann direkt zum Treffer. So geht Antwort. War es dann Firai oder war Aidinel da noch dran? Ich meine, der Ball drehte sich direkt rein. Also 2 kuriose Treffer. Ja, Firai wird dann hier auch genannt. Also Aidinel nicht mehr mit der Fußspitze. Mit seinem Zehennagel dran gewesen. Den hat Firai mit viel Schnitt selber reingemacht. Der Niederländer hat sich die Hand von Benjamin Hoffmann gleich bezahlt gemacht. Hat gute Trainingseindrücke wohl gehabt. Firai im Rückspiel gegen Schalke nicht mit von der Partie gewesen. Zumindest nicht von Beginn an. Ja, die Veränderung hat gepasst. Der Niederländer kam 2017 aus der Jugendakademie von Alkmaar. Musste auch vor allem als Vorbereiter in dieser Saison mit 9 Torvorlagen
zu überzeugen, aber wie man heute hier schon eindrucksvoll sehen könnte, Tore schießen, das kann er auch. Wirklich wichtiges Tor. Tat sich schwer, überhaupt in die Hälfte der Stuttgarter zu kommen. Ja, wirklich sehr hoch standen in den Anfangsminuten. Ja, starke Balleroberung von Osterhage. Ja, man hört's. Ganz gut war es an BVB-Fans. Hier und heute in Asbach. Nicht nur die Eltern der ganzen Spieler, sondern auch der ein oder andere ortsansässige Fanclub. Dem ein oder anderen Fan hier heute anwesend. Natürlich wichtig für die Spieler, das dann auch immer so mitzukriegen. Gerade bei diesen Auswärtsspielen. Osterhage. Den Ball auch nochmal wieder weiter. Und rechts rausgelegt. Der Terzi mit der Reingabe. Und die findet beinahe Aidinel. Vielleicht nochmal im Nachgang die Abschlussmöglichkeit. Das kriegt der VfB dann allerdings geklärt. Und dann geht es hier offen weiter zur Sache. Dayaku. Ja, und die Mechatronik Arena in Asbach kommt gleich. Nochmal Dayaku. Kajani geht dazwischen und haut das Ding wieder raus. Aber es ist ganz gut was los hier. Auch auf dem Platz mit dem 1:1 eine offene Angelegenheit jetzt gerade gewesen. So kann es weitergehen. Solange spielerisch ansehnlicher wird als das Champions League Finale gestern Abend, sind wir doch alle glücklich. Allerdings ist der Titel am Ende natürlich eh das Wichtigste. Trotzdem auch da nochmal Glückwunsch natürlich vor allem an Jürgen Klopp an dieser Stelle zum Erringen des endlich des Champions League Triumphes. Vielleicht der ein oder andere Spieler hier heute auch mit dabei beim BVB, der das in einigen Jahren mal erleben darf. Dennoch natürlich ein wahrscheinlich noch weiter Weg bis dahin. Auch wenn das Niveau in der Mannschaft von Benjamin Hoffmann auf jeden Fall Hoffnung macht, dass es für den einen oder anderen Spieler auch zu so einer Karriere bis in die Königsklasse hinein reichen könnte. Wenn man bodenständig bleibt und hart an sich nach wie vor arbeitet. Aber Mannschaft macht hier einen richtig guten Eindruck. Vielleicht die nächste Möglichkeit. Eigentlich kommt da nicht ganz ran. Aber das war wieder stark herausgespielt. Gerade die Angriffe über die Außenbahnen, vor allem über die linke Seite, kommen hier richtig gut zur Geltung. Das Team hat da auch in den letzten Tagen hier nochmal sauber und gut trainiert. Die Mannschaft ist sowieso sehr fokussiert gewesen. Nach dem Abschlusstraining gab es auch nochmal das offizielle Bankett, ausgerichtet vom DFB. Ansonsten aber voller Fokus in den letzten Tagen. Dieses Spiel gegen den VfB Stuttgart. Man will die nächste A-Junioren-Meisterschaft
wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 7 aktuell an der Zahl. Der VfB übrigens da, was das angeht, Rekordsieger mit 10 Titeln in der U19-Bundesliga. Allerdings, die letzte Meisterschaft liegt auch schon gut was zurück. 2005 beim BVB, 2016, 2017 die beiden letzten Titel. 2017 auch übrigens mit Benjamin Hoffmann an der Seitenlinie. ...2016 hatte er noch die U17 zum Titel geführt, also Finale, das kann er. Übernahm dann im September die A-Junioren von Hannes Wolf, der natürlich zum VfB Stuttgart musste, gegen die man auch heute spielt. Das sind so die klassischen Zufallsgeschichten, die es im Fußball immer wieder so gibt. Und jetzt hier die nächste Großmöglichkeit für den VfB, die sie auch gleich nutzen. In der 15. Minute Dayaku bleibt sehr gelassen, sehr cool vor Havrilov. Und wir stehen mehr oder weniger unhaltbar rein. Schauen wir uns gleich nochmal an. Aber da war, glaube ich, echt nichts zu machen für den Torhüter. Da kannst du nichts machen als Keeper. Ja, da sieht man, der VfB in der Offensive war wirklich stark aufgestellt. Mit einigen interessanten Leuten. Die sicherlich auch ihren Weg baldiger Zukunft in die Fußball-Bundesliga finden werden. Vorausgesetzt, der VfB steigt nächstes Jahr auf. Sofern man die halten kann. Ja, aber die Mannschaft von Benjamin Hoffmann hat sich eigentlich hier bislang ganz gut präsentiert. Klar, dieser bittere Rückschlag nach einer halben Minute. Dann hat man so ein paar Minuten gebraucht, um hier reinzufinden. Erste Chance, erstes Tor. Dann 2, 3 andere gute Halbchancen gehabt, wo dann in der Genauigkeit des letzten Passes so ein paar Zentimeter gefehlt haben. Und jetzt hier Aidinel gerade hier und da auch schon nochmal treffen können. Von daher, da gilt es jetzt nochmal dran anzuknüpfen. Nach diesem 1:2. Aussicht der Dortmunder von Dayaku. Ja, auch gut aufgepasst. Und Herzi. Pirai. Nein, keine schlechte Idee, da Kea so auf die Reise zu schicken. Schöner Antritt von Raschel. Gutes Auge eigentlich. Ball rutscht dann aber nicht durch. Und Julian Egloff versucht da Jaku zu finden, aber Ferjani macht das gut. Schirmt den Stürmer stark ab. Natürlich mit Einwurf BVB weiter nach dieser Aktion. Und das pfeift dann Christian Dietz ab. Der erste Freistoß hier nach 19 Minuten.
nach diesem leichten Halten an Nick Betzner. Und Ferrei kriegt dafür auch noch gelb. Finde ich jetzt ein bisschen hart. Manuel Ferrei. Ja, Freistoß schnell ausgeführt. Und die Wachsamkeit des BVB bringt ihn hier wieder zurück in Ballbesitz. Enrique Peña. Jetzt wieder das überlegte Spiel hinten aus der Abwehrkette heraus. Und dann der Antritt. So kann es auch gehen. Gut nachgesetzt. Und dann der perfekte Steilpass, aber offenbar abseits. Trotzdem eine gute Szene von Robin Kehr. Der perfekte Moment gewesen, um hier wieder das Ganze zu egalisieren. Aber ist ja noch Zeit, den Spieß wieder umzudrehen. 20 Minuten gespielt. Munterer Kick zwischen den in diesem Jahr beiden besten A-Junioren-Mannschaften in Deutschland. Marschall verliert den Ball gegen zwei. Der VfB kommt wieder durch die Mitte. Aber auch das wieder gut verteidigt. Und wird dann auch wieder abgepfiffen. Nach dem Offensivfoul. Und Betzner. Na, guter langer Diagonalball für Peña Zauner. Ja, warum nicht? Da hat die Regie ein paar Probleme gehabt mit der Kamera. Aber den Abschluss haben wir zum Glück sehen können. Kugel wurde dann von der Linie gekratzt. Vielleicht kriegen wir da gleich nochmal eine Zeitlupe. Wir kriegen in jedem Fall aber auf jeden Fall den Freistoß hier nach 23 Minuten für den BVB. Nach diesem Foulspiel. Und Standards, das kann die Mannschaft aus Dortmund. Auch er natürlich. Enrique Peña Zauner, der Venezuelaner. Hat das auch eindrucksvoll im Revierderby unter Beweis gestellt, dass er dann ganz guten Fuß hat. Da ist sein Ding aber direkt eingeschweißt. Schauen wir mal, was er sich jetzt hier ausdenkt. Ganz gute Vorarbeit! Das war ein starkes Stück. Jetzt gibt es dann auch die erste Trinkpause.
gibt uns natürlich die Möglichkeit, uns nochmal diesen Freistoß anzugucken. Und dann diesen starken Kopfball von Nicolas Knob. Also das auf jeden Fall nochmal eine dicke Chance hier auf 2:2 das Ganze wieder zu stellen. Jetzt natürlich auch nochmal die Möglichkeit für Benjamin Hoffmann, ein paar Anweisungen zu geben in dieser kurzen Wasserunterbrechung. Bei diesem doch recht knalligen 30 Grad. Ja, das wäre es gewesen. Aber Keeper Hornung hat da stark reagiert. Hat auch so ein bisschen nochmal kurz vor Schluss seinen Stuttgartern mit zwei richtig starken Paraden im Pokalfinale den Sieg gerettet. So, Wasserspeicher wieder voll. Kann demnach weitergehen. In diesem U19 Meisterschaftsfinale in Asbach. In der Mechatronik Arena von Sonnenhof Großasbach. Schmuckes Drittligastadion. Sonnenhof Großasbach auch knapp dem Abstieg im dritten. Und das ist die nächste Top-Chance für den VfB. Und auch das nächste Tor. Das ist ganz schön hart, ganz schön bitter für den BVB. Die Mannschaft hatte wieder ihre Ausgleichschance kurz vor der Trinkpause gehabt. Und dann schlägt der VfB danach wieder eiskalt zu. Egloff, der Shootingstar der U19. Lässt auch da wieder Navulo keine Chance. Trotzdem gilt es hier nicht aufzugeben. Die Mannschaft von Benjamin Hoffmann hat eine richtig gute Spielzeit gezeigt. Die meisten Tore bzw. die zweitmeisten Tore in der ganzen Staffel geschossen nach dem ersten FC Köln. Und die beste Defensive gezeigt. Alles Werte, die ihr Selbstvertrauen geben sollten. Auch eine Mannschaft, die weiß, mit Rückschlägen umzugehen. Von daher verloren ist hier noch nichts. Auch wenn die Kaltschnäuzigkeit des VfB natürlich schon brutal ist. Lockel. Dayaku. Missverständnis beim VfB nehmen wir gerne mit. Einwurf somit für die Borussia aus Dortmund. Terzi versucht den Ball gleich wieder mit vorne reinzubringen. Vorspiel. Vom Captain der Gastgeber, Luca Mack. 19-jähriger Innenverteidiger bei den Schwaben. Das Spiel läuft auch schon wieder über Ferjani und Knob.
Auch das eigentlich wieder ein schön gedachter Pass nach vorne. Aber das sind dann auch immer wieder Kleinigkeiten, die hier und heute bislang fehlen und dafür sorgen, dass es 3:1 für den VfB steht. Die Gastgeber spielen das Ganze jetzt auch noch mal ein bisschen vorsichtiger. Abschlussmöglichkeit aus der zweiten Reihe. Sie wählen lieber den Pass nach links zu Dayaku, der den Ball nochmal reingibt. Das wird dann geklärt. Und wieder bei den Gastgebern der Gang. Zurück in die eigene Hälfte beim Meister aus der Südweststaffel, die sich in dieses Finale über ein 0:0 dann 3:2 im Elfmeterschießen gegen den VfL Wolfsburg gekämpft haben. Ball im Aus, wieder Ballbesitz damit für den BVB. Nächste Balleroberung. Und direkt geht es hier wieder schnell bei den Gastgebern. Der Pass auf Fortmann kommt nicht an. Glück hier für den BVB, dass der VfB das etwas schlampig zu Ende spielt. Dayaku und auch Fortmann wären da beinahe rangekommen. Aber auf geht's. Die Mannschaft bewegt sich wieder nach vorne. Aber es ist einfach schwierig. Der VfB auch defensiv ganz schön schwer zu knacken. Und hat sich auch RB Leipzig im Pokalfinale sehr schwer. Benjamin Hoffmann hatte sich das Ganze dann auch in Potsdam vor Ort selber mal angeguckt. Aber es ist eine Mannschaft, auch das hat er im Vorfeld nochmal gesagt, die richtig stark und kompakt als Team agiert. Eine sehr, sehr harte Nuss somit ist. Dazu, was haben wir heute auch schon gesehen, die drei vorne wären stark. Von natürlich Egloff technisch, genauso wie Dayaku, mit sehr hohen Qualitäten versehen. Ja, kleines Foul. Dann kann es auch wieder in die andere Richtung gehen. Schöner Steilpass. Aydinel läuft sich schon frei. Nächster Anlauf. Osterhage. Ja, schön freigespielt. Flacher Querschläger. Gibt es die Abschlusschance? Da kommt man ganz gut durch. Ich meine, es war Raschel, der dann da liegen blieb. Das Spiel ging auf jeden Fall weiter. Dayaku. Bleibt stecken. Klub versucht das Ganze erstmal jetzt zu sichern. Christian Dietz unterbindet jetzt das Ganze.
So, nochmal die Trinkpause. In der 34. Minute. Nach wie vor brutal warm. Während da die beiden zusammengekrachten Spieler behandelt werden müssen. Jetzt kriegen wir das Ganze auch nochmal geliefert. Ja, Raschel war es tatsächlich. Rauscht dann mit Aidonis unglücklich zusammen. Der Grieche steht schon wieder und noch bei Raschel geht es hoffentlich weiter. Boah, das ist schon mindestens mal ein dicker Pferdekuss. Dazu gab es noch was aufs Knie. Tobias Raschel, gebürtiger Düsseldorfer. Schoss im Halbfinale sowohl im Hin- als auch im Rückspiel. Je ein Tor gegen die Blauen. Dazu auch schon in den Fokus gerückt von Kito Streichsbier. Macht da ein Länderspiel bislang für die deutsche U19-Nationalmannschaft. Die ist ja leider nicht so wie WM geschafft hat, scheiterte da knapp an der Frühjahrsqualifikation. Einziger BVB-Spieler überhaupt, der dort teilnimmt, ist Sergio Gomez für die spanische Fraktion. Ansonsten, wenn wir schon beim Thema sind, aber doch ein paar BVB-Stars während der Sommerpause unterwegs mit den Nationalteams der A-Nationalmannschaft. Natürlich sowieso bei den Deutschen Marco Reus und die künftigen Borussen Nico Schulz und Julian Brandt. Ansonsten, wenn wir da gerade uns die U20 und U21 angucken bei der U20-WM, Zagadou mit von der Partie bei der U21-EM, Moderhut und auch Jakob Brun Larsen, letzterer für die Dänen. Wir treffen auch beide direkt in der Gruppenphase aufeinander. Die deutsche Nationalmannschaft kämpft dort gegen Serbien, Dänemark und Österreich. Das Ganze geht dann Mitte Juni los in Bella Italia. Zurück nach Asbach. BVB bemüht hier wieder ranzukommen an den VfB. Aber nach wie vor trägt der VfB seine Angriffe gerade nach Balleroberungen sehr effektiv und sehr zielstrebig aus. Mit viel Tempo, das ist sehr schwer zu verteidigen. Aber die Mannschaft von Benjamin Hoffmann kämpft und ackert, um hier irgendwie zurückzukommen. So, nächster Angriff vom VfB. Wieder Dayaku. Aber diesmal Firjani stark. Kriegt den Fuß dazwischen und kann in höchster Not zur Ecke klären. Geschlagen. Der Schuss aus der zweiten Reihe abgeblockt und vielleicht jetzt die Möglichkeit, schnell nach vorne umzuschalten. Osterhage treibt den Ball weit nach vorne. Na, da kommt er nicht ganz ran. Tobias Misner scheint sich da auch wehgetan zu haben. Beim Rutschen in die Bande, steht aber wieder, beißt auf die Zähne und macht weiter. Thank you.
Benja Zauner geht auf Nummer sicher. Finizio Alana, der sonst auch eher gern aus der Mitte herauskommt. Heute aber eben für Firai auf der 10er Position Platz macht und auf die rechte Außenbahn gewechselt ist. Dafür eben Ibrahim zunächst nur auf der Bank und aber sicherlich auch noch im zweiten Durchgang zu den Einsatzminuten kommen. Gleiches gilt für Paul-Philippe Besson. Dass er heute für Aidinel nur auf der Bank Platz nehmen muss, hat auch nochmal Benjamin Hoffmann im Vorfeld gesagt, das ist eine reine Trainingsentscheidung, aber nicht, weil Besson nachgelassen hat, sondern weil Aidinel einfach in den letzten Trainingseinheiten alles und jeden getroffen hat, dem so keine andere Wahl blieb, als den 19 Nationalspieler aus der Türkei aufzustellen. So, nächster Standard für den BVB. Das könnte nochmal ein wichtiges Ding werden. Osterhage, ein Treffer und dann ist man wieder dran. Ja, bringt ihn eigentlich gut rein. Segelt aber durch. Standards natürlich. Gerade auch bei so warmem Wetter immer ein Segen. Ein Mittel, das dann vielleicht auch gerade im Hinblick auf den kräftezehrenden zweiten Durchgang häufiger gilt zu nutzen. Aber erstmal sind hier noch in Asbach an diesem sonnigen Sonntagmittag rund 5 Minuten zu spielen. Gleich ist natürlich auch nochmal ein, ja, was nehmen wir da? Gut 3 Minuten Nachspielzeit geben wird. Aufgrund der Trinkpause und der Verletzungsunterbrechung. Als Aidonis und Raschel im Strafraum zusammengerasselt sind. Na, Jaku. Kämpft sich frei. Egloff mit dem Abschluss wird erstmal geklärt. Vielleicht jetzt wieder die Umschaltmöglichkeit. Aber auch da das Offensivtrio des BVB gleich in Unterzahl. Und tut sich so schwer, den VfB hier auszukontern. Egloff wieder. Schwimmt sich frei. Aber auch das wieder gut und aufmerksam verteidigt von Knob. Trotzdem kommt der VfB zum Abschluss. Aber Movilok überragend. 18-jährige Schlussmann macht das stark, kann sich heute eigentlich auch zum ersten Mal richtig auszeichnen. Bei den Treffern trifft ihn alle dreimal überhaupt keine Schuld. Aber natürlich wichtig für ihn, da auch mal die Hände dran gehabt zu haben. Der VfB allerdings nach wie vor im Angriffsmodus. Und das ging dann aber rüber. Nochmal gesehen. Guter Mann. Die Vertretung von dem eigentlichen Stammkeeper Luca Unbehauen, der nach wie vor aufgrund seiner erfolgten Knie-OP nicht mit dabei sein kann. Gleiches gilt für Alabaki, der an seinem
Außenbandanriss laboriert. Aber beide Spieler die einzigen Ausfälle, die der BVB heute zu bekleiden hat. Beim VfB fehlt nur Kevin Grimm, der Stürmer, aufgrund eines Kreuzbandrisses. Aber der VfB hat einen breiten Kader und kommt jetzt wieder zur nächsten möglichen Torchance. Aber noch ein Fragezeichen. Und jetzt können wir das Ganze durchstreichen, denn der BVB holt sich den Ball zurück. Aber wieder staffeln sich die Schwaben dann wirklich gut. Das muss man ihn lassen. Und machen es hier dem Team von Benjamin Hoffmann wirklich nicht einfach. Das ist schon hart. So, jetzt nochmal die Möglichkeit. Flanke kommt. Na, Ferrei kommt dann nicht ganz ran. Auch wieder etwas zu ungenau die Hereingabe. Ferrei hätte den Platz gehabt. Aber das sind dann nun mal die Kleinigkeiten, die es gilt, dann vor allem im Durchgang Nummer 2 besser zu machen. Um so hier nochmal ranzukommen an dieses 1:3. Stadionsprecher hat es auch gerade verkündet. 3 Minuten Nachschlag. Ja, war meine Schätzung ja gar nicht so verkehrt. Freigelegt. Peña! Aidinel legt ab für Enrique Peña Zauner. Trifft den Ball dann nicht ganz richtig, nicht ganz perfekt. Trotzdem ein guter Versuch des Venezuelaners. Wäre wichtig gewesen, der Anschlusstreffer vor dem Seitenwechsel. Aber ein bisschen ist eh noch zu gehen. Gut 2 Minuten noch. Drei. Haschel. Kann man nicht ganz Terzi in Szene setzen. Ja, große Frage. Gibt es nochmal einen Angriff? Und das BVB nochmal die Möglichkeit, hier für Torgefahr zu sorgen. Und da muss man sich hier mit dem 1:3 nach 45 plus 3 Minuten zufrieden geben. Einen vierten Treffer seitens des VfB scheint es auch nicht zu geben. Aber gut, in 30 Sekunden kann viel passieren auf beiden Seiten. Na, kein Abseits, glaube ich. Peña. Na, Ferrei mit allem, was er hat, versucht er da Aidinel nochmal in Szene zu setzen. Die Kugel haben wir nicht ganz gewinnen. Das jetzt wichtig gewesen, da Egloff nicht nochmal durchlaufen zu lassen. Christian Dietz schaut auch schon auf die Uhr. Und pfeift dann jetzt zum Kabinengang. Jetzt 15 Minuten Zeit, sich hier nochmal neu zu orientieren für für eine zweite noch sehr wichtige Halbzeit hier in Asbach. Der BVB macht es eigentlich nicht schlecht. Aber der VfB einfach wirklich stark heute unterwegs. Defensiv stehen die Schwaben sehr gut. Und vorne sind sie extrem kaltschneuzig. Das macht es der Mannschaft von Benjamin Hoffmann hier heute sehr kompliziert, hier
zu Toren zu kommen. Aber das Team ist dran. Die Jungs kämpfen und geben auf jeden Fall extrem viel Gas. Trotz dieser sehr, sehr heißen Temperaturen hier und heute in Baden-Württemberg. Von daher noch alles drin in diesem Hitzekick im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Und dann schauen wir mal gleich in Durchgang Nummer 2, was das Ganze hier heute noch mit sich bringt. Bis gleich hier bei BVB TV.
So, und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Pause hier bei BVB TV in Asbach zum deutschen A-Junioren-Meisterschaftsfinale. Es war ein nicht so ganz glücklicher erster Durchgang aus BVB-Sicht. 1:3 liegt man hier nach 45 Minuten gegen die Schwabenkicker hinten. Ein bitterer Rückschlag nach nicht mal einer Minute über eine Ecke. Jetzt am Ende zur einen Hälfte Aidonis, zur anderen Ferjani ins Tor. Wer mehr Oberschenkel am Ball hatte, war nicht so ganz einfach zu erkennen. Offiziell wird der Treffer aber wohl dem Dortmunder Ferjani zugeschrieben. Ebenfalls ein Eigentor dann zum Ausgleich des BVB nach einer starken Aktion von Feray. Lukas Mack wohl am Ende doch noch entscheidend dran gewesen. Die anderen beiden Tore des VfB, Leon Dayaku und Lilian Egloff. Und so steht es seit der 25. Minute 3:1 für die Schwaben. Benjamin Hoffmann wechselt auf jeden Fall zur Pause. Gleich zweimal, wenn ich es richtig gesehen habe. Julius Schell zum einen drin und ich meine auch Besong gesehen zu haben, der jetzt hier auch gleich anstoßt. Gehen wir dann gleich auch nochmal in Ruhe durch. Trotzdem auch, obwohl der VfB hier bereits seit der 25. Minute mit 3:1 führt, die Mannschaft aus Dortmund auf jeden Fall nicht chancenlos im Anschluss gewesen. Zwei richtig gute Möglichkeiten noch gehabt. Einmal nach einem Freistoß durch Knob, der per Kopf dann an Keeper Hornung scheiterte, und auch Peña mit einem ganz brauchbaren Schuss aus der zweiten Reihe kurz vor der Pause. Aber Ball nun mal leider nicht im Tor am Ende gelandet. So, für Paul Philippe Besong, Emre Aydinel in der Kabine geblieben. Wer für Julius Schell drin geblieben ist, werden wir dann gleich sicherlich auch noch euch mit an die Hand geben können. Und da noch mal kurz die offiziellen Bestätigungen abwarten. Nikolas Knob ist drin geblieben. Kabinentrakt. Dürfte auch alles recht positionsgetreu abgelaufen sein. Innenverteidiger für Innenverteidiger und Stürmer für Stürmer. Schauen wir mal, was die Neuen bringen, und kommen hier erstmal gut in den zweiten Durchgang rein. Der BVB wirkt auf jeden Fall kämpferisch und will weitermachen und hier noch an der Meisterschaftsentscheidung ein bisschen was dran werkeln. Kommt der VfB. Nächstes gute Zuspiel und die erste dicke Möglichkeit im zweiten Durchgang für die Hausherren aus Stuttgart nach diesem Klassepass auf Dayaku von Lockel. Gut ab vor diesem Zuspiel, aber zum Glück konnte Bülock das Leder gekonnt ins Ausgucken.
Ja, Zeit ist noch genug, um hier das 2:3 und 3:3 zu erzielen. Ein Treffer und dann haben wir hier wieder eine ganz offene Angelegenheit. Schauen wir mal, haben wir hier die erste gute BVB-Möglichkeit. Hier in Asbach zur Schau bekommen. Hartmann. Abseits. Rauscht da auch in die Bande. Aber man merkt auf jeden Fall an jeder Bewegung, dass die Mannschaft in Schwarz-Gelb hier bemüht ist, das alles noch zu drehen. Sie kämpft ordentlich, gibt hier nicht auf und man sieht auch, das hatte auch Patrick Osterhage, Captain, vor einigen Tagen auch nochmal klar gemacht, man will das Spiel auch für den Trainer gewinnen, um Benjamin Hoffmann hier einen krönenden Abschluss zu schenken. Ein Trainer, um im Originalton des Spielers zu bleiben, der das Team immer sehr, sehr gut einstellt und der sich diese Meisterschaft auch reglich, wie natürlich aber auch die Mannschaft, verdient hat. Nach einem sehr, sehr harten und ereignisreichen sowie turbulenten Jahr für die U19 des BVB. Da sind wir natürlich aber auch gespannt, was dann der künftige U19-Trainer Michael Skibbe aus der Mannschaft macht. Wie er auch hier reinfindet, zurück nach langer Zeit zum BVB. 98 bis 2000 war er Cheftrainer, ja, der Borussia. So. Jetzt gibt's Rot für den VfB. Mack muss hier runter nach diesem Tackling gegen Federei. Das ist ganz schön hart, was er sich da leistet. Federei wäre durch gewesen. Und das natürlich auch nochmal so eine Situation mit möglicher Signalwirkung. Jetzt noch fast den ganzen zweiten Durchgang in Überzahl vor sich. So, hier sehen wir es nochmal. Als letzter Mann sieht man da nun mal glatt rot. Und Kramark, hoffen wir, dass es bei Federei weitergeht. Da ganz gut was abbekommen. Eisbeutel natürlich direkt zur Hand. So, den Freistoß gibt es natürlich auf jeden Fall. So, direkte Freistöße, auch das kann die Borussia aus Dortmund. Peña und Raschel sind da zwei gute Anwärter. Vor allem Peña natürlich,
der jetzt auch schon wieder bereitsteht. Und der kommt wieder stark. Sehr gefühlvoll getreten, aber vielleicht etwas zu wenig Power. Aber das Ziel hätte gepasst. Das wäre es natürlich gewesen. Aber dennoch jetzt natürlich in Überzahl, gerade bei diesen Temperaturen. Könnte das nochmal ein nettes Spielchen für den BVB werden. Osterhage robust. So, der VfB kommt jetzt nochmal. Will natürlich jetzt diese Überzahlsituation irgendwie ausnutzen. Daraus neuen Mut schöpfen. Um hier starke Schwaben noch irgendwie zu besiegen. Ja, warum nicht? Auch das natürlich. Versuche keineswegs verkehrt sind. Von Julius Schell. So, beim VfB wird jetzt auch gleich doppelt gewechselt. Setin Kaya unter anderem steht bereit. Müssen wir mal gucken, wer dafür runter darf. Egloff. Setin Kaya wird jetzt ein bisschen defensiver. Innenverteidiger. Schauen wir mal, ob Betzner jetzt dann dafür ein bisschen offensiver wird. Daniel Teufel will ja nur irgendwie hier dieses Spiel verteidigen, dieses Resultat über die Zeit bringen und der BVB Druck machen, um hier noch zum Titel zu gelangen. Aufgeben. Wie man so schön sagt, und das sind jetzt gleich 300 Euro ins Rasenschwein, kannst du bei der Post, nicht beim Fußball. So, Osterhage. Und dann der Schuss und der sitzt auch gleich. 2:3, ein extrem wichtiger Treffer. Firay schnürt den Doppelpack. Und vor allem wichtig, zu diesem Zeitpunkt. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Osterhage und dann Firay gegen 1, gegen 2, gegen den dritten. Und dann schließt er ab und der passt perfekt. Da ist kein Platz mehr. Sattes Ding. Eiskalt eingeschweißt. Und dann steht es hier nur noch 2:3. Natürlich werden die Beine jetzt schwerer, gerade bei diesen Temperaturen, gerade natürlich zu Beginn des Sommers, wenn man überhaupt nicht damit gewöhnt ist. Vor allem, wenn der Frühling so extrem turbulent war. Dass du mal mit Handschuhen spielen kannst und mal schon komplett in kurzen Sachen. Ah, vom Kopf her sollte das jetzt mal so ein bisschen Ruhe geben. Natürlich auch für den VfB eine schwierige Situation. Das knackst natürlich in einem. Wenn du weißt, du hast jetzt diesen Treffer kassiert, du bist in Unterzahl. Und das gilt es jetzt hier für die Mannschaft im schönen Schwarz-Gelb auszunutzen. Und sie kommt auch gleich wieder. Osterhage, gut gesehen. Besson kommt nicht ganz ran.
Kehr. So, nächstes hartes Foul. Lockel sieht gelb. Die zweite gelbe Karte, wie Christian Dietz heute verteilt. Federei sah sie bereits nach gut 20 Minuten. Somit auf beiden Teams hier ein Spieler mit Gelb verwarnt und vorbelastet für die letzten 30 Minuten. Sofern das Ganze nach 90 Minuten auch vorbei ist. Verlängerung nimmt natürlich mit diesem Spielstand und mit diesem Treffer durch Federei so ein bisschen Form weiter an. Gerade eine Verlängerung natürlich bei diesen Temperaturen wäre das extrem hart. Aber auch da die Überzahlsituation sicherlich kein Nachteil. Trotzdem gilt es erstmal, diesen Ausgleich zu erzwingen. Man merkt so ein bisschen die im Kopf vorhandene eigene Stärke und das eigene Selbstbewusstsein beim VfB hat in den letzten 5-6 Minuten unter den Ereignissen des Spiels gelitten. Für die von euch, die jetzt vielleicht erst kurzfristig eingeschaltet haben, Luka Mack sah in der 52. Minute beim VfB rot nach einem Foul als letzter Mann an Federei. Und der Niederländer traf prompt ein paar Minuten später direkt zum Anschlusstreffer. Kein Anspiel von Osterhage. Patrick Osterhage, der dann ab Sommer wohl erstmal in der U23 seine Profilaufbahn startet. Einer von vielen, die hier trotz Ende der Jugendkarriere ihre Zeit beim BVB fortsetzen. So, da ist er wieder. Patrick Osterhage legt raus für Misner. Flanke kommt. Nachschuss. Gute Möglichkeit für den BVB, hier wieder alles zu egalisieren, den Konter geht's zunichte zu machen. Und Frühluck stark. Jetzt auf damit. So, Wechselzeit. So, beim BVB wird jetzt auch nochmal gewechselt. Für Terzi kommt Kadra rein. Mal gespannt, was sich Benjamin Hoffmann da ausgedacht hat. Kadra wird auch viel im Mittelfeld eingesetzt. Ja, wichtig, dass er da dran ist. Bisong! Das musste auch jetzt nochmal abgepfiffen werden. Hier sehen wir nochmal die Flanke. Peña verpasst zunächst und dann Bisong rutscht den Ball beinahe ins Tor, rutscht aber vor allem auch mit Hornung zusammen. Komplette Unabsicht natürlich beim Stürmer. Von daher kann es hier auch komplett ohne Karte natürlich weitergehen.
Und es bleibt spannend. Der BVB, ich will nicht sagen, wirkt tonangebend. Dafür ist die Partie, was die Spielanteile angeht, nach wie vor recht ausgeglichen. Aber es tummelt sich doch etwas mehr zunehmend im Strafraum der Gastgeber, sodass die Mannschaft hier wirklich immer mehr an den Drücker kommt. Das Team wittert die Chance zum 3:3. Gute halbe Stunde ist auch noch zu spielen. Dürfen auch gleich die erste Trinkpause im zweiten Durchgang haben. Aber erst einmal greift hier nochmal die Mannschaft in Schwarz-Gelb ab mit dem frisch gekommenen Kader. Handspiel. Zeigt auch gleich der Assistent an. Wenn die anwesenden VfB-Fans das etwas anders sehen. Mit Günes auch beim VfB jetzt kurze Zeit zum Wechseln. Kleinhansel steht bereit. Ein Spieler, von dem auch eher damit zu rechnen war, dass er vielleicht sogar in der Startelf steht. Gümüş eher auch gelernter Mittelfeldmann. Hat das aber auch zuletzt beispielsweise gegen den VfL Wolfsburg im Halbfinale auf der linken Außenbahn gemacht. Und Kleinhansel eben klassischer Linksverteidiger. Aber jetzt erstmal natürlich der Freistoß getreten. Natürlich von Peña. Der kommt nicht schlecht. Und versucht quer zu legen. Und der VfB klärt das Ganze erst einmal. Zur Erinnerung, na gut, schauen wir erstmal auf die VfB-Möglichkeit hier, wird aber alles sauber ausgebügelt und geklärt und Tobias Raschel schon wieder mit der Kugel am Fuß unterwegs Richtung VfB-Tor, Osterhage. Er kommt durch, abseits. Also kurz zur Erinnerung, bei den A-Junioren darf ja viermal gewechselt werden. So hat Benjamin Hoffmann nach wie vor ein Joker parat. Ja, und Stadionsprecher auch nochmal kurz bekannt. Jetzt dann die kurze Trinkpause, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Um vielleicht das kurz zusammenzufassen, was an Jokern jetzt mittlerweile auf dem Platz ist beim BVB Kadra. Kam vor wenigen Minuten erst in die Partie für Emir Terzi. Julius Schell ist ebenfalls mit von der Partie im zweiten Durchgang für Nicolas Knop gekommen und auch bereits zur Pause wechselte Benjamin Hoffmann im Sturmzentrum. Paul-Philippe Besson kam für Aidinel. Das sind also die drei Joker, die sich der 39-jährige Chefcoach bislang schon mal gezogen hat. Gute Stimmung auch auf den Ränge natürlich, ein unterhaltsames Finale in der A-Junioren-Meisterschaft, das wir hier zu Gesicht bekommen. Und zum Glück muss man fast sagen, dass der BVB im zweiten Durchgang diese rote Karte geschenkt bekommen hat vom VfB. Und dass man hier in Überzahl das Ganze wieder deutlich aussichtsreicher gestalten kann. Und eine gute halbe Stunde ist ja dann auch noch zu spielen. Feray sicherlich in der Offensive der beste Mann beim BVB aktuell, nicht nur wegen seinem Doppelpack. Grundsätzlich schwierig zu verteidigen für den VfB Stuttgart. Aber auch Tobias Raschel und Patrick Osterhage gefallen mir richtig gut, wie sie den Ball immer wieder aus der Tiefe heraus nach vorne tragen. Schauen wir mal, was die Truppe noch so gebacken bekommt. Hier in Asbach.
im Herzen von Baden-Württemberg. Daniel Teufel, Trainer vom VfB. Natürlich auch angespannt. Wie wir alle. Wäre schön, diese Spielzeit in der deutschen Meisterschaft zu beenden. Gerade natürlich in Anbetracht diesem bitteren Ende in der westdeutschen Staffel. Flanke kommt. Hoffnung aber da. Raschel. Benja mit der Hacke. Das wird wieder abgepfiffen. So ganz hat man es jetzt nicht sehen können. Und die Kamera gleich wieder umgeschwenkt hat. Auf jeden Fall liegt da Alexander Kopf am Boden. Firay, offenbar der in Anführungszeichen Übeltäter gewesen. Und hier nochmal von Christian Dietz klargemacht bekommen. Nächstes Mal fliegst du raus. Hat die gelbe Karte bereits gesehen. In der 19. Minute. Die ich ehrlich gesagt auch schon etwas überhart fand, die da zu zeigen. Aber hier auch ähnlich wie der VfB mit 10 Mann den Rest der Partie bestreiten zu müssen, wäre jetzt nicht so cool. Hottmann gegen 2. Osterhag ist da. Fedai. Nach wie vor energisch. Und dann der Abschlussversuch. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade die Zahl gehört habt. Stadionsprecher, wir haben gut 8.010 Zuschauer. Also 6.000 wurden ja bereits erwartet, aber dann ist doch mit rund 2.000 Ankömmlingen, die das Ganze dann über die Tageskasse sich hier noch gegönnt haben, doch schon eine stattliche Zahl für so ein Finale. Man sieht ja auch, Kulisse doch schon sehr gut besucht. Hier die Tribünen. In der Mechatronik Arena. Osterhage versucht ins 1 gegen 1 zu gehen. Bekommt den Freistoß nicht. Fedai. Besong. Immer noch nicht vorbei die Szene. Osterhage hat dann nochmal nachgesetzt. Kein schlechter Versuch. Fedai erst hier sehr ballsicher. Und dann der Abpraller nach dem Schussversuch von Besong. Osterhage sofort da, gedankenschnell. Ich denke an Patrick Osterhage, da können wir auch nochmal schwer von ausgehen. Werden wir hier beim BVB noch ein bisschen Freude haben in den kommenden Jahren. Kam ja vor einigen Jahren aus der Jugendabteilung des SV Bremen. Des SV Bremen ist gut, des SV Werder Bremen natürlich. So, aber der VfB Stuttgart mit der nächsten Abschlussmöglichkeit. Dayaku am Ziel vorbei. Und da sieht man einfach, wie schwierig es auch ist, die Angriffe des VfB zu verteidigen. Das geht immer über sehr wenige Stationen, sehr schnell.
Leon Dayaku hat jetzt dann auch Urlaub. Hier nochmal seinen Treffer, auch wenn wir ihn eigentlich nicht brauchen. Mal gucken, für wen er raus muss. Und wer dafür ihn jetzt dann für die letzten rund 20 Minuten in die Partie kommt. Nehmen wir mal an, dass Daniel Teufel jetzt nach wie vor an seinem dichten Mauerwerk bastelt. Pedro Almeida Moraes. Flügelstürmer. Nein, das VfB Stuttgart. Für die nötigen Konter wahrscheinlich. Und da rechts außen. Klangvoller Name. Pedro Moraes Almeida, beziehungsweise um genau zu sein, Almeida Moraes. Möchte ich nicht die Reihenfolge vertauschen. So, Schlussphase bricht langsam an. Der BVB mittlerweile aber wirklich, was die Spielanteile geht, hat hier an Oberwasser gewonnen. Trotzdem strahlt der VfB nach wie vor immer wieder Torgefahr aus. Also es ist schon eine ordentliche Qualität, die da in der Mannschaft herrscht. Auch wenn es bei den Profis überhaupt nicht lief in dieser Saison. Höhepunkt gab es dann ja in der Relegation gegen Union Berlin. Über die Jugend. Da geht es schon ganz gut zur Sache bei der U19. Pokalsieg. Und vielleicht die Meisterschaft. Balsam für die sehr, sehr angeknackste VfB-Seele. Nach dieser Spielzeit. Ist natürlich auch gespannt, wie sich der VfB dann im Unterhaus wieder präsentiert in der neuen Saison mit Tim Walter als neuen Cheftrainer. Trotzdem, Priorität genießt hier natürlich erst einmal dieses Spiel. Peña mit der ersten Ecke, jetzt mit der nächsten. Aber die kommt gut rein und die sitzt auch! Ausgleich! Und es war mal wieder ein Joker. Paul Philippe Besong nickt das Ding rein. Drei zu drei. Oh, die kommt richtig gut. Und dann steigt er an der Fünfergrenze hoch. Und macht das in perfekter Stürmermanier. Und auch das ist der Schachzug, den Benjamin Hoffmann im Vorfeld angekündigt hat. Warum er hier erst einmal auf Aidinel setzt. Weil Aidinel im Training einfach brutal überzeugt hat. Aber er weiß, und das ist auch wichtig, dass ich mit Paul Philippe Besong einen überragenden Torjäger auch noch in der Hinterhand habe. Wurde gebraucht und hat sich ausgezahlt. So, und jetzt wird es nochmal interessant für die letzten 15 Minuten. Aber der VfB kommt mit seinem Joker. Pedro Moraes. Kugel gut wiedergeholt. Abseits.
So, jetzt kommt noch mal das anwesende BVB-Publikum und feuert hier die Mannschaft in der Schlussphase noch mal nach vorne. Und übertönt dadurch auch den VfB-Anhang, der jetzt natürlich ein bisschen missgestimmt ist nach diesem Ausgleichstreffer. Diesen starken Kopfball von Paul-Philippe Besson. Das ist doch mal ein Endspiel. Kann sich die Champions League eine Scheibe abschneiden. Schell. Viel Zeit. Über zu Mistner. Jetzt erstmal wieder ruhig spielen. Das Unentschieden klarkommen. Und dann mögliche Chancen auszuloten zum 4:3! Besson mit dem Doppelpack! Was ein Fußballspiel! Was ein Wahnsinn hier in Asbach! Wer hätte das gedacht? Auf der knapp 400 Kilometer langen Reise aus Dortmund. 3:1 zur Pause hinten. Und dann nach knapp 80 Minuten auf einmal 4:3. Sattes Ding von Paul-Philippe Besson. Perfekt getroffen. Wow. So, Benjamin Hoffmann lässt sich von der Euphorie noch nicht so wirklich anstecken, sondern als Trainer natürlich etwas nüchterner geht er mit diesem Zwischenstand um und wechselt nochmal. Gökhan bekommt für Mistner rein. Unglaublich. Unglaubliche Wendung. Aber die Partie natürlich noch nicht vorbei. Der VfB Stuttgart, wir haben es auch im zweiten Durchgang immer mal wieder gesehen, hat enorme Qualität da vorne. Bekommt jetzt auch noch einen Freistoß zugesprochen. Gelbe Karte oben drauf für Kadra. Von daher geht es das natürlich jetzt alles ruhig und besonnen zu verteidigen. Sehr fokussiert zu bleiben. Der VfB wird natürlich jetzt Druck machen nach vorne. Vielleicht kann man dann auch den einen oder anderen Konter fahren zum möglichen 5:3, um hier den Deckel drauf zu machen. Jetzt aber erstmal gilt es hier, diesen Standard zu verteidigen. So, Ball kommt rein, rutscht auch irgendwie durch. Und da war er wohl noch dran. Hovrilok. Heidewitzka. Also der Keeper, das waren die Fingerspitzen. Das waren die Fingerspitzen von Lucien Hovrilok. Unfassbar. Ecke. Schon jetzt ein wirklich ultimatives Wahnsinns-Endspiel. Raschel holt sich nochmal ein paar Anweisungen ab. Und jetzt hier der nächste Standard für den VfB Stuttgart. Lockel mit der Ecke. Rüber zum zweiten Pfosten. Und raus damit. Am besten via Konter. Kadra, der ist schnell. Schön durchgesteckt. Keeper vorbei und dann ins Außennetz. Ah, oh, Feray mit der Riesenchance zum 5:3. Da wurde dann der Winkel etwas zu spitz. Ich glaube, Peña wäre da gewesen. Aber gut.
Unglaubliches Spiel. Liebe Freunde, das ist wirklich... So startet man doch gerne in einen Sonntagnachmittag. Diese Schlussphase, besser als jeder Kaffee. Ja. Aidonis hat das Tor nicht richtig gesehen. Da fehlt deutlich der Innenverteidiger. Aber trotzdem ein wirklich sehr, sehr talentierter Mann. Ehemalige Hoffenheimer. Mittlerweile in der VfB-Jugend angelangt. Ganz auch in der ersten Hälfte schon mal zweimal. Auch für die Profis schon gespielt in dieser Saison. Wird sicherlich auch weitere Einsätze sammeln in der neuen Spielzeit. Beim VfB Stuttgart. So. Gucken auf die Uhr. 84. Minute. Der BVB hat es tatsächlich geschafft, dieses Spiel zu drehen. Mit Göcalan für Müssner übrigens hat Benjamin Hoffmann dann auch das vierte und letzte Mal gewechselt. Naja, auch bei einer Verlängerung keine weiteren Tauschaktionen möglich. Der VfB kommt nochmal mit Reuter. Aber wieder Hovrilok. Nochmal bei den drei Gegentoren. Der Keeper machtlos, aber heute wirklich in Topform. Auch im ersten Durchgang nochmal einmal richtig stark pariert. Und das vorhin gerade war natürlich eine weltüberragende Glanztat bei diesem Freistoß. Solche Standards immer ganz, ganz tückisch für den Keeper, weil du nie einschätzen kannst, wie und ob da noch einer dazwischen geht und nochmal irgendwie rankommt. Und so steht sie nach wie vor 4:3 für den BVB. So, aber die Schwaben dürfen auch nochmal wechseln. Reuters Flanke vorhin war auch seine letzte Aktion. Er ist jetzt raus. Für ihn mit der Nummer 19 kommt ein frischer Stürmer beim VfB Stuttgart in die Partie. Jojmovic, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ah, Djemanovic heißt der gute Mann. Wahrscheinlich Pedro Almeida Morales etwas tiefer stehen, beziehungsweise ergänzt Djemanovic das vorne jetzt in der Dreier-Sturmkette beim VfB Stuttgart. Allerdings viel Taktikgeschiebe in den Schlussminuten gibt es eigentlich selten bei so einem Spielstand. Der Gastgeber einfach nur volle Kanone nach vorne. Bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig. So, Dietz beruhigt nochmal die Gemüter. Der Zweitliga-Referee aus Kronach. Aber das ist mal ein deutlicher Freistoßbogen. Aber auch das wieder natürlich... Nicht das irgendwie zu verteidigen. Erneut kommt der Ball. So schwierig einschätzbar. Schuss aus der Distanz, aber eine ganz, ganz dankende Angelegenheit hier. Der Versuch von Kleinheisel für den BVB. Und die Dortmunder jetzt wieder in der Lage, vorne für ein bisschen Entlastung zu sorgen. Viel ist wirklich nicht mehr zu spielen.
Ich mal die Kristallkugel an, was die Nachspielzeit angeht. Ich würde jetzt mal wieder so auf 3, maximal 4 Minuten tippen. 2 Minuten allein für die Trinkpause und dann nochmal 2 Minuten für eine kleinere Unterbrechung. Der VfB holt sich nochmal die Kugel. Flanke kommt, segelt auch gut durch, aber zum Glück keiner mit rotem Brustring am Ball. Hottmann, der die Binde vom verwaisten Luca Mack übernommen hat. Nicht verwaisten, verwiesenen. Wir wollen hier schon im korrekten Deutsch bleiben. So, Lucien Houphouët-Boigny hat natürlich ein bisschen Zeit, hat dafür auch die gelbe Karte eingesagt. Nehmen wir so hin. So, 5 Minuten gab es da oben drauf. War meine erste Schätzung. Und Durchgang Nummer 1 etwas genauer. Aber gut, 5 Minuten, die es hier jetzt hier noch zu überstehen gilt. Mannschaft versucht natürlich vorne den Ball zu halten. Gelingt ihr vielleicht jetzt auch sogar mit einem Abschluss. Peña legt ihn nochmal rüber zu Ferrai. Gegen 2. Das pfeift Dietz nicht. Beson. Ferrai liegt immer noch am Boden. Steht jetzt wieder auf. Beson legt rüber. Und dann der Abschluss. Pfosten. Peña mit der dicken Möglichkeit zum 5:3. Aber das hat die Mannschaft jetzt mal ganz gut gemacht. Den Ball vorne sehr, sehr lang am Stuttgarter 16er gehalten. So bringt man das Ganze auch am Ende ins Ziel. So, die BVB-Fans kommen jetzt auch nochmal. Im Stuttgarter Anhang gar nichts mehr zu hören. Wir kriegen aber nochmal die Konterchance. Triani. Und es gibt die Ecke. Und nicht den erhofften Abstoß von Houphouët-Boigny. Ich habe es aus der Einstellung jetzt auch nicht sehen können, wer da zuletzt am Ball war. Im Zweifel hat aber der Schiedsrichter immer recht. Ball segelt rein. Keeper Hornung sogar mit vorne. Das heißt, das Tor schön offen. Ja, Peña. Kasten immer noch leer, aber den muss er dann so direkt machen. Er war natürlich schwer. Gerade aus diesem Winkel. VfB nochmal an die Mannschaft von Benjamin Hoffmann aber klären. Und dann geht es auch nochmal wieder in die andere Richtung. Da ist man jetzt schön durch. Peña hat sehr, 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 sehr viel Platz. Peña mit dem Tor zur Meisterschaft. Jawohl! 5:3. Und dann macht er den Messi-Jubel. Er macht den Messi-Jubel. Enrique Peña Zauner. Schießt den BVB zu 99,9% zur 8. A-Junioren-Meisterschaft.
Enrique Peña Zauner. Ein unfassbar wichtiges Tor. Oh, da merkt man aber auch, wie die Arme braun gebrannt sind in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt gerade, den Unterschied der Hautfarbe zwischen Schulter und Oberarm. Naja, kann er ja in den nächsten Wochen alles wieder nachbräunen lassen, dann ist ja Zeit genug. Und den hat sich die Mannschaft dann auch reglich verdient. Unfassbares Finale, Freunde. Unfassbares Finale. Enrique Peña Zauner. Aber er natürlich, Paul-Philippe Besson mit seinen beiden Treffern in der Schlussphase, in der 76. und 79. Minute zum 3:3 und zum 4:3. Unfassbar wichtig auch. Aber auch diese Partie, die jetzt zu Ende ist, die jetzt zu Ende ist. Der BVB gewinnt die deutsche A-Junioren-Meisterschaft 2019 und beerbt damit die Hertha aus Berlin. Nach 2016 und 2017 war ein Jahr Pause. Und jetzt dann heißt es natürlich feiern, das Ganze hier genießen. Unglaubliches Spiel, da fehlen einem wirklich die Worte. 1:3 zur Pause hinten gelegen und dann das Ganze gedreht. Eine wahnsinnige Teamleistung. Unglaublich. Unglaublich. Enrique Peña Zauner mit dem wichtigen 5:3 zuvor. Wir haben sie schon einmal vorgelesen. Paul-Philippe Besson mit dem Doppelpack in der Schlussphase. Aber natürlich auch der Anschlusstreffer von Feray in der 56. Minute, der das Ganze hier auf die richtige Schiene gebracht hat. Überhaupt die ganze Mannschaft, vor allem im zweiten Durchgang, mit einer richtig starken Reaktion. Und das ist auch nochmal so ein Erlebnis und so eine Leistung, die die Spieler mitnehmen können in ihre Profizeit. Vor allem die natürlich, die dann jetzt eben die 19 verlassen. Und die anderen sind um eine sehr, sehr wichtige Erfahrung und ein sehr, sehr schönes Erfolgserlebnis reicher fürs nächste Jahr. Dann unter Michael Skibben der U19. Unglaublich. Ein tolles Spiel, gerade im zweiten Durchgang. Sehr attraktiv, auch noch im Durchgang Nummer 1. Viele Chancen. Da sieht man auch, trotz dieser harten Temperaturen haben die Mannschaften sich nicht lumpen lassen, haben für viel Bewegung mit sehr viel Laufbereitschaft gesorgt, sodass sich hier die Anreise natürlich für die anwesenden BVB-Fans auf jeden Fall gelohnt hat. Schönes Erlebnis hier in Asbach. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Partie und wir genießen zusammen diese Bilder. Und natürlich dann auch die Schalenübergabe zur Meisterschaft. Denn diese Bilder, liebe BVB-Fans, sprechen natürlich einfach für sich selber, wie man hier die Erleichterung in den Gesichtern sieht. Bleibt mir nur noch darauf hinzuweisen, morgen geht es für die BVB-Traditionsmannschaft nach Magdeburg um 15.30 Uhr zur Sache, unter anderem mit Thomas Helmer und Frank Mill. Also für den Fall, dass ihr da auch in der Nähe seid, in Magdeburg, holt euch da noch Karten. Ansonsten nächste Woche übrigens das Legendenduell. BVB All-Stars gegen die vom FC Liverpool. Also das wird auch nochmal spektakulär. Ich verabschiede mich und noch einen schönen Sonntagnachmittag. Das war Werbung für den Jugendfußball. Dortmund ist deutscher Meister 2019 im A-Juniorenbereich. 5:3 gegen den VfB Stuttgart. Die Spieler gehen in die Kurve und werden gefeiert. Und wir sind gleich zurück hier in Groß-Asbach mit der Verleihung der Trophäe und mit Stimmen. Bis gleich. Nee, Quatsch. Ich wollte nur, ich hab nur überlegt.
Benjamin Hoffmann bei mir. Gratulation, die Sponsorenbande fällt um. Hier ist heute alles anders als sonst. 5:3 nach 1:3. Sie sagen auch selber, so emotional. Lassen Sie uns teilhaben. Wie sieht es in Ihnen aus? Ja, wir waren in der ersten Halbzeit tot. Und wir haben den Jungs gesagt, wir haben nichts mehr zu verlieren. Haut alles raus, ist egal, was kommt. Seid mutig und dass wir uns dann so am Ende in der zweiten Halbzeit belohnen, ein bisschen Spielglück dazu, gehört halt immer dazu. Es tut mir leid auch für den VfB, die eine tolle erste Halbzeit gespielt haben, sich auch verdient in Führung lagen. Das muss man einfach auch hoch anerkennen. Und wir sind zurück ins Spiel gekommen. Ich habe vorher gesagt, wir haben den Punch und den haben wir heute wieder bewiesen. Die rote Karte hat natürlich auch ein bisschen mitgespielt für Sie und gegen den VfB Stuttgart, muss man auf jeden Fall so erwähnen. Sie waren gerade auf der Tribüne, haben Ihre Frau, glaube ich, umarmt. Was vielen da für Worte? Sie war sehr stolz auf Sie, muss ich sagen. Ja, noch Verlobte, wir heiraten in zwei Wochen. Ja, also ja, absolut stolz und sehr emotional, die ganze Geschichte. Ja, wir bekommen auch im August noch ein Kind, also was da gerade so in den nächsten Wochen auf mich zukommt, ist schon Wahnsinn, ist schön zu erleben. Und es fängt heute Nacht an, wie wird gefeiert? Durch. Dafür viel Spaß, alles Gute, auch für die Hochzeit, Dankeschön. Für die Zukunft und natürlich fürs Baby. Danke, danke Benjamin Hoffmann, nochmal alles Gute und zurück zu Markus Höhner. Jederzeit. Auch wenn es weh tut, trotzdem Gratulation zum zweiten Platz und Gratulation zu einem tollen Spiel Ihrer Mannschaft. Es gibt eigentlich nicht viel, was Sie Ihren Jungs ankreiden können. Was haben Sie jetzt gerade zu Ihnen gesagt? Naja, gerade ist es ein bisschen schwer, die Jungs anzusprechen. Klar, die Enttäuschung ist groß. Ich glaube, wir hatten hier ein überragendes Publikum, das uns angefeuert hat. Die Jungs haben super 50 Minuten gespielt. Ich bin auch, ja, stolz auf die Jungs, wie sie das gemeistert haben. Und klar gab es dann den Knackpunkt, wo wir die rote Karte bekommen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir das Spiel nicht verloren hätten, wenn wir mit 11 Mann zu Ende gespielt haben, weil ich einfach sagen muss, wir waren 50 Minuten lang die bessere Mannschaft. Wir haben mehr Torchancen, deutlich mehr Torchancen gehabt als Dortmund. Und trotzdem gilt es am Ende, Borussia Dortmund zu gratulieren. Borussia Dortmund hat die Meisterschaft geholt, deshalb an der Stelle Glückwunsch zu Dortmund, auch wenn es aktuell brutal ist vom Spielverlauf her. Wie sehen die nächsten Stunden und Tage aus mit der Mannschaft, damit man die Jungs wieder so ein bisschen aufrichtet? Naja, zunächst mal war das letztlich der Saisonabschluss. Es gibt noch ein Verbandspokalfinale, ja, aber wir haben ein paar Jungs, die jetzt schon vorzeitig in Urlaub gehen, weil sie dann eben früher mit der Vorbereitung starten, die in die U21 wechseln oder eventuell im Profikader dabei sind. Deshalb werden wir jetzt gleich noch nach Stuttgart zurückfahren, werden da den Saisonabschluss feiern in unserem Clubrestaurant und dann versuchen, mit einem guten Gefühl trotzdem auseinanderzugehen, weil ich am Ende sagen muss, wir haben eine tolle Runde gespielt, wir sind DFB-Pokalsieger geworden, wir sind Zweiter in Deutschland geworden. Deshalb gilt es am Ende einfach nur, den Jungs nochmal ein Lob auszusprechen für eine tolle Gesamtleistung in der Saison. Und das wird dann der Abschluss heute sein. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Viel Spaß trotzdem beim Feiern, alles Gute und danke für ein tolles Spiel. Und zurück zu Markus Höhner. Zunächst einmal möchte ich euch ganz herzlich bedanken bei den Unparteiischen für diese Begegnung.
Hoffmann bei mir. Hoffmann bei mir. Gratulation. Die Sponsorenbande fällt um. Hier ist heute alles anders als sonst. 5:3 nach 1:3. Sie sagen auch selber, so emotional. Lassen Sie uns teilhaben. Wie sieht es in Ihnen aus? Ja, wir waren in der ersten Halbzeit tot. Und wir haben den Jungs gesagt, wir haben nichts mehr zu verlieren. Haut alles raus. Ist egal, was kommt. Seid mutig und dass wir uns dann so am Ende in der zweiten Halbzeit belohnen, ein bisschen Spielglück dazu, gehört halt immer dazu. Es tut mir leid auch für den VfB, die eine tolle erste Halbzeit gespielt haben, sich auch verdient in Führung lagen. Das muss man einfach auch hoch anerkennen. Und wir sind zurück ins Spiel gekommen. Ich habe vorher gesagt, wir haben den Punch und den haben wir heute wieder bewiesen. Die rote Karte hat natürlich auch ein bisschen mitgespielt für Sie und gegen den VfB Stuttgart, muss man auf jeden Fall so erwähnen. Sie waren gerade auf der Tribüne, haben Ihre Frau, glaube ich, umarmt. Was vielen Dank für Worte. Sie war sehr stolz auf Sie, muss ich sagen. Ja, noch Verlobte, wir heiraten in also, 2 Wochen. Ja, also ja, absolut stolz und sehr emotional, die ganze Geschichte. Ja, wir bekommen auch im August noch ein Kind, also was da gerade so in den nächsten Wochen auf mich zukommt, ist schon Wahnsinn, ist schön zu erleben. Und es fängt heute Nacht an, wie wird gefeiert? Durch. Dafür viel Spaß, alles Gute, auch für die Hochzeit, für die Zukunft und natürlich fürs Baby. Danke, Benjamin Hoffmann, nochmal alles Gute und zurück zu Markus Höhner.
Lars Ricken, der Chef der Nachwuchsabteilung des BVB, jetzt bei mir erstmal Gratulation. Ich bin, glaube ich, der 100. der gratuliert. Was war für Sie heute der ausschlaggebende Punkt, warum Ihre Mannschaft deutscher Meister wurde? Erstmal